Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und es ist wie immer, Freunde, wenn ein neues, geiles Auto in den Rocket League Item Shop kommt, dann erfahrt ihr es hier auf dem Kanal als allererstes. Und zwar gibt es passend zum... neuen James Bond Film eine neue Karre. Und zwar die schöne Karre von James Bond, den Aston Martin Valhalla. Freunde, falls ihr davon nichts mehr verpassen wollt, falls ihr neu auf dem Kanal seid, unbedingt ein Abonnement reinballern, ein Like und natürlich noch die Glocke aktivieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Hier in dem Video kriegt ihr alle Infos. Das heißt, um wie viel Uhr es kommt, an welchen Tag es kommt, wie viel Credits kostet, welche Hitbox es hat, alles erfahrt ihr in diesem Video. Und ich würde sagen, das Erste, was wir machen, wir schauen uns erstmal gemeinsam den Trailer an. So, Freunde, dann sind wir jetzt hier auch schon auf der offiziellen Rocket League Website. Ist natürlich auch schön ganz weit oben in der Videobeschreibung verlinkt, dass ihr euch das Ganze nochmal ganz in Ruhe durchlesen könnt, falls ihr hier in dem Video nicht ganz mitgekommen seid. Aber das Erste, was wir machen, ist uns den Trailer hier reinziehen. Der ist natürlich auch auf YouTube hochgeladen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir werden jetzt zusammen das erste Mal darauf reagieren. Ich habe ganz kurz einmal das Auto gesehen, aber ich würde sagen, wir lassen den Trailer erst einmal komplett durchlaufen und dann schauen wir uns alle Details nochmal ganz genau an. So, Leute, das war der Trailer vom neuen Aston Martin Valhalla. Und bevor wir uns hier aber jetzt anschauen, wie viel Credits er kostet und alles, schauen wir uns nochmal den Wagen im Detail an. Und man muss wieder sagen, das Video ist meiner Meinung nach extrem sick geworden, wie immer. Also man kann Rocket League wirklich vieles vorhalten, aber nicht, dass sie sich nicht viel Mühe bei ihren Trailern geben. Klar, es ist jetzt nicht der beste Trailer, den Rocket League je rausgebracht hat. Ja, zum Beispiel im Vergleich mit dem Lambo-Trailer oder so, ist er jetzt nicht der allerbeste. Aber alleine, wenn man sich das Car-Design anschaut, wie cool sieht dieses Auto bitte aus? Wir gucken uns das hier leicht. Alleine die Rückleuchten. Baba-mäßig. Hilfe. Ich muss sagen, ist mal was ganz anderes. Da kann man nicht sagen. Wenn man das Auto so sieht hier, ist was anderes. Sowas gibt es in Rocket League nicht mal annähernd. Womit kann man das vergleichen? Vielleicht mit einem McLaren oder so? Aber hier auch schön mit der Carbonleiste in komplett Silber. Das wird dann auch natürlich die Lackierung sein, die rausgekommen ist. Schauen uns hier, von hinten sieht der Wagen ja mal todessexy aus. Ich finde, von der Seite und von vorne ist er noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber dadurch, dass man den Wagen eh die ganze Zeit nur von hinten sieht, das heißt quasi nur den Teil sieht, sehr, sehr sick. Von vorne ist es schwierig. Er ist ein bisschen hoch so in der Mitte. Aber das mit den Leuchten hier sieht schon wieder alles extrem geil aus. Auch hier schön mit der Cinematic in der Innenstadt hier, wo er hier den ganzen Autos ausweicht. Ist extrem cool gemacht. Hier mit dem alles, das ganze Dach aus Carbon, die Reifen fühle ich auch extrem. Obwohl man hier sagen muss von der Seite, schon sehr, sehr ähnlich mit dem McLaren. Aber auch sehr sick. Sehr, sehr sick. Also von der Seite und von hinten ist extrem geil. Von vorne finde ich wirklich ein bisschen klobig. Ich weiß nicht, ob klobig der richtige Begriff ist, aber von vorne ist es nicht so mein Fall. Ich finde, der wirkt so, als wäre es so ein McLaren, so ein bisschen zusammengedrückt. Aber hat auf jeden Fall was. Hat auf jeden Fall was und ich werde ihn mir natürlich holen. Hier auch schön in London müsste das sein. Ich berichte mich gerne in den Kommentaren, wenn es eine andere Stadt ist. Ich glaube, das müsste London sein. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall, Freunde, schreibt auch rein, ob ihr euch den neuen Wagen von James Bond in Rocket League kaufen werdet. Und zwar kommen wir dann nämlich direkt jetzt zu den Fakten. Und zwar kommt er am 7. Oktober. Das müsste, welcher Tag ist es? Heute ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Am Donnerstag, wie immer, am Donnerstag um 19 Uhr kommt er in den Item Shop. Er wird 1100 Credits kosten. Und dabei wird diese Lackierung sein. Ganz wichtig, diese Lackierung und allgemein, es gibt noch weitere Items. Und zwar noch einen Aufkleber. Oh, also ja,
der Aufkleber, quasi die Lackierung, die darf man halt nur bei dem benutzen und man hat einen einzigartigen Motorsound. Ich weiß nicht, hört man den hier irgendwie in den Trailer schon ein bisschen? Ja, im Trailer hört man den jetzt nicht richtig. Kommt dann immer drauf an, auf den Motorsound würde ich mich jetzt nicht so fixieren. Und dann noch extrem geile Räder. Ich weiß nicht, sieht man die jetzt hier irgendwo nochmal ein bisschen? Die Räder habe ich, fühle ich auf jeden Fall. Also das ist sehr clean. Das Problem ist, man darf sie leider nur an dem Auto benutzen. Das heißt, du hast die Räder, aber darfst sie jetzt nicht an deinem Fenix spielen. Genauso wie es jetzt zum Beispiel auch bei dem Lambo oder was auch immer war. Also man hat bei dem Auto die Lackierung, also den Aufkleber, einen extrem geilen Motorsound und Räder. Und das Ganze für 1100 Credits. Das ist natürlich die Frage, 1100 Credits für drei Items, die man nirgendwo anders benutzen kann. Vielleicht ein bisschen teuer, aber für alle James Bond-Fans auf jeden Fall ein Muss. Das Ganze ist natürlich auch wieder eine Dominus-Hitbox. Und dieses Mal gibt es noch so ein kleines Special. Und zwar kann man sich noch kostenlos Items erspielen. Und zwar kann man sich einen Spielerbanner, und zwar den 007 Aston Martin DB5 Banner erspielen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, den gibt es schon, den gab es schon mal. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann noch den Agent 007 als Avatar-Rahmen und ein Spielertitel 00 Agent. Und das Ganze kann man sich gratis erspielen. Und zudem, Leute, gibt es auch noch was, was mich ein bisschen ärgert. Und zwar kommt der alte auch wieder in den Itemshop, aber nicht alleine, sondern als Bundle mit dem neuen Aston Martin. Und zwar ist es ja der Aston Martin DB5. Und zwar kommt dieser zusammen als Bundle für 2000 Credits in den Itemshop. Das heißt, ihr könnt beide Autos, beide Wagen von James Bond, also einmal den Aston Martin DB5 und einmal den Aston Martin Valhalla insgesamt für 2000 Credits inklusive den ganzen Lackierungen und den Rädern kaufen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel der Aston Martin DB5, also der rechte, alleine gekostet hat, weil ich weiß, ich habe mir den damals alleine gekauft und ich glaube, der hat mehr als 900 Credits gekostet. Und wenn ich mir den jetzt auch noch alleine hole, dann gebe ich schon mehr als diese 2000 Credits, die man für beide hat. Ich weiß nicht, Rocket League, schwierig. Also Leute, schreibt es unbedingt in die Kommentare, was der Aston Martin DB5 damals im Itemshop gekostet hat. Und Leute, wie gesagt, der Aston Martin wird vom 7. Oktober bis zum 13. Oktober im Itemshop bleiben. Das heißt, ihr habt insgesamt wieder eine Woche Zeit, also bis nächste Woche Mittwoch Zeit, euch die beiden oder nur den Aston Martin Valhalla im Itemshop zu gönnen. So, Freunde, ich würde sagen, das war's eigentlich. Das war's. Hier gibt's noch irgendwas auf dem Twitch-Kanal, aber scheiß drauf. Ihr werdet eh alle meinen Stream schauen, wenn der rauskommt. Und deswegen, Freunde, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Wenn ihr meine Mühe ein bisschen supporten wollt, natürlich auch super gerne ein Abo, würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, Freunde, war es auch schon wieder mit dem Video. Falls noch irgendwelche Fragen aufkommen, whatever, schreibt sie gerne in die Kommentare und schreibt eure Meinung auch rein. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und allgemein zum Preis findet ihr 2000 für das Bundle und 1100 für das zu viel, zu wenig. Und kauft ihr euch das Ding? Schreibt super gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, haut rein, Freunde. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Ach so, und Leute, für alle Aktiven jetzt. Morgen kommt auf meinem Kanal Haustiere bewerten. Das heißt, schickt mir eure Haustiere auf Instagram, auf Discord, whatever. Schickt mir Bilder von euren Haustieren. Und dann werden wir zusammen eure Haustiere bewerten. Habe ich extrem, extrem Bock drauf. Für alle, die jetzt bis zum Ende daran geblieben sind. Wir werden eure Haustiere uns anschauen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein. Ciao, ciao.